Die Geschichte vom heiligen Martin von Tours, aufgenommen mit den Pfarrkindern auf der Burg Hochusterwitz. Vor vielen, vielen Jahren wird Martin in Ungarn geboren. Im 3. Jahrhundert ist es gewesen. Jetzt schreiben wir das 21. Jahrhundert, also wird Martin vor 1800 Jahren geboren. Sein Vater ist ein römischer Hauptmann. Und so wird auch Martin schon mit 15 Jahren ein Soldat, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Lieber, viel lieber, würde Martin nämlich in die Schule gehen und von Jesus lernen, von dem er schon so viel gehört hat. Aber wie das Leben so ist, man muss dem Papa gehorchen. Und der Papa von Martin will eben, dass Martin ein Soldat wird. Und so kommt es dann auch. Römische Soldaten müssen immer dort sein, wo der römische Kaiser sie braucht. Einerseits, um zu kämpfen, aber andererseits, um das Land zu beschützen. So kommt Martin mit seiner Kompanie, mit seiner Gruppe Soldaten nach Frankreich. Martin und die anderen Soldaten sind in einer Stadt namens Tours untergebracht. Jeden Tag machen sie Erkundungsritte auf ihren Pferden, durchsuchen sie die ganze Gegend. Und so machen sie sich wieder mal auf den Weg, im Sommer bei der größten Hitze und im Winter bei bitterer Kälte. Reiten sie in die große Welt hinaus und schauen, ob alles in Ordnung ist und obwohl keine Feinde ins Land eingedrungen sind. Eines Tages also im Winter kommen Martin und die Soldaten durchgefroren von einem Erkundungsritt zurück in die Stadt. Sie freuen sich schon auf die gute Stube, doch da... Martin schaut sich um. Nachdem er weder was zu essen noch zu trinken bei sich hat und auch kein Geld, nimmt er seinen Umhang von der Schulter, dann nimmt er sein Schwert und teilt den Umhang mit kräftigen Hieben entzwei. Mein Mantel ist weit genug, um uns beide zu wärmen, sagt er. Den einen Teil des Mantels gibt er dem Bettler und den anderen hängt er sich selbst um. Der Bettler schaut Martin dankbar an. Im Namen Gottes danke ich euch, edler Ritter. Martin aber lädt ihn ein, mit ihm zu kommen, damit er ihm noch was zu essen besorgen kann. Später geht Martin schlafen, doch in dieser Nacht kann er erst sehr spät einschlafen. Die ganze Zeit denkt er an den armen Bettler. Und im Traum sieht er Jesus. Am nächsten Tag geht Martin zum Kaiser und sagt ihm, dass er nicht mehr länger Soldat sein will. Er gibt dem Kaiser den Helm, und das Pferd. Und er gibt dem Kaiser das Schwert zurück und den Umhang. Der Kaiser, dem gefällt das überhaupt nicht. Und er lässt Martin sogar ins Gefängnis werfen. Martin beginnt die Bibel zu lesen, das Buch, in dem die Erzählungen von Gott und Jesus aufgeschrieben sind. Er lässt sich taufen und wird ein Christ. Ja, er wird sogar ein Priester. Er ist ein guter Priester und hilft vor allem Alten, Kranken und armen Menschen. Die Menschen, die das sehen,
sind natürlich sehr erstaunt und sie erzählen den anderen Menschen, wie gut Martin ist. Viele Jahre vergehen und in der Stadt, in der Nähe Martin lebt, wird ein neuer Bischof gesucht. Der alte Bischof ist nämlich gestorben. Alle Bewohner der Stadt überlegen, wer der neue Bischof werden könnte. Und schnell sind sich alle einig. Martin! Martin! Martin soll der neue Bischof werden! Martin hört davon. Er bekommt es mit der Angst zu tun. So eine riesige Aufgabe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und lieber versteckt er sich im Gänsestall. Doch als es dämmerig wird, verraten ihn die Gänse, die in den Stall zurückkommen. Und sie gackern. Ja, die Gänse haben mit ihrem Geschrei unseren Martin verraten. Die Bewohner der Stadt haben ihn dann nämlich gleich gefunden. Da bist du ja, lieber Martin. Wir haben dich so lange gesucht. Wir wollen, dass du unser neuer Bischof wirst. Wir sind sicher, dass du Gott am meisten liebst. Und wenn du uns von Gott erzählst, wird uns richtig warm ums Herz. Nun, da kann selbst Martin nicht mehr Nein sagen. Denn er wird der neue Bischof von Tours. Martin ist ein guter Bischof. Er lebt einfach und bescheiden. Er besucht die Menschen und hilft ihnen, wo es not ist. Sogar Könige und Kaiser fragen ihn nach Rat. So verhindert er viele Kriege. Er bringt Frieden und den Glauben an Gott ins ganze Land. Martin mit dem Schwert teilt.